geht weiter. Viel Spaß mit dem Pharao. Auf geht's hier. Nächste Mission. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Verschönerung, damit das hier klappt. Wir hauen mal das Geld raus, als gäbe es kein Morgen. Wir brauchen Unterhaltung, damit hier noch mehr Leute einziehen. Das könnten sie gerne haben. Wir setzen ein bisschen, wie hoch ist die Arbeitslosenquote? 39%. Ein bisschen Unterhaltung. Die edelsten der edelsten Plätze legen wir hin. Wir legen ein paar Pavillons irgendwo hin, wenn das geht. Jetzt muss ich wieder mir überlegen und rumpuzzeln, wie das funktioniert. Ich ziehe ja mal ins Nirgendwo eine absurde Kreuzung hin. Dann schauen wir uns das mal an. Also Unterhaltung. Pavillon braucht. Geht nicht auf dem Eck, braucht eine richtige Kreuzung. Da kommen alle Unterhaltungstypen hin. Und brauchen. Ach, so geht's auch. Okay. Also man braucht eine T-förmige Stück Straße. Zwei auf der einen Seite, eins auf der anderen. Mit anderen Worten, hier ginge das im Prinzip. Hier vorne. Hier könnten wir das machen, dafür müssten wir ein Haus entfernen. Aber im Prinzip geht das. Lass uns das mal machen. Das heißt, wir machen, reißen mal das ab. Das bauen wir neu irgendwo hin. Hier müssen die Leute leider umziehen. Ein Pavillon hier hin. Nee, noch ein Haus weiter nach oben hin. Alles abreißen, bitte. Ja, dann ist das so. Ist das zwar ein bisschen peinlich, aber muss so sein. Und jetzt können wir der Unterhaltung zuliebe, haben wir ein paar Leute halt umquartiert ins, also gesagt, ihr müsst die Stadt leider verlassen. Und jetzt klappt es hier mit dem Pavillon. Zauberhaft. Sehr schön. Arbeitslosenquote sollte jetzt leicht gesunken sein, auch weil wir ein bisschen, naja, Leute vertrieben haben. Jetzt setzen wir bei der Unterhaltung noch hin, eine Minimum, eine Jonglierschule irgendwo hin, die ganz weit rennen soll. Die können wir auch mal ausnahmsweise hier an den Rand irgendwo hinstellen. Oder hier oben hin. Was ist denn das hier? Die Feuerwache. Die wird umbuxiert. Die kommt woanders hin. Eine Feuerwache hier hin, die bitte weg, eine Jonglierschule dort oben hin. Dann wollen die Leute nicht gern leben, nebenleben. Die ziehen dann hier runter, hier unten wird Unterhaltung gemacht. Ja, noch nicht für Ärzte gesorgt, glaube ich, ne? Wir brauchen also auf jeden Fall... eine Arztpraxis. Malaria glaube ich nicht. Apotheke ist glaube ich nur in Malaria-Regionen. Wir brauchen aber zwei Arztpraxen. Eine stellen wir hier vorne hin. Eine Hust-Hust gegenüber. Wir können die hier hinstellen. Aber dann müssen wir hier die mit der Sperre etwas tricksen. Jetzt sollten wir die hierhin mit Eingang dort unten hin platzieren können. Eine Arzt. Ja, jetzt geht's. Grün und rote Ein- und Ausgang hier vorne hin. Was brauchen die Leute als nächstes? Ja, Unterhaltung kommt noch. Sie bräuchten Töpferwaren. 869 Leute, Arbeitslosenquote bei 36%. Ich würde jetzt das Geld investieren, um noch mehr. Edelsteine zu verkaufen. Haben wir schon Edelsteine verkauft? Noch gar nicht. Wir können auch Schmuck herstellen und zusätzlich noch Schmuck vertreiben. Ich stelle das schon mal ein. In der Handelsroute. Das heißt, hier verkaufen wir ab sofort auch Schmuck, wenn wir welchen haben. Exportieren über Null. Und hier unten haufenweise Juweliere. Genau daneben. Edelsteine sind ja direkt gegenüber. Machen wir nichts mit falsch, ja? Das
Das heißt, wir brauchen bei der Produktion ein paar gute, teure Juweliere hier vorne. Und die setzen die genau einmal hier hin, einmal hier vorne hin. Hierhin geht's auch. Das funktioniert ebenfalls. Alles gut. Und noch mehr Edelsteinminen. Sobald es angelaufen ist hier. Der Pharao will irgendwann Kupfer, wurde uns gesagt. Können wir nachher auch noch machen, aber noch kam keine Forderung rein. Ich will erstmal Sachen verkaufen. Kupfer brauchen wir auch für Waffen. Arbeitslosenquote bei 26%. Wir bauen mehr Edelsteinminen bitte noch. Einmal. Zweimal. Danke, André. Jetzt haben wir noch eine Architektenmine hier vorne hin. Klasse. So, wie sieht es mit der Arbeitslosenquote aus? 27%. Ja, Leute sind in bester Gesundheit. Damit wir immer genug Arbeitskräfte haben, tricksen wir ein bisschen bei den Finanzen. Ah, wir müssen wieder mal ein Fest machen. Wir machen mal eins zugunsten von Seth. Ein üppiges Fest. Wir brauchen ein Warenlager für Schmuck. Richtiger Hinweis im Chat. Das kopieren, Entschuldigung. Das kopieren wir, stellen wir einmal hier vorne hin. Und packen da Schmuck rein. Sobald ich ihn entdeckt habe hier. Da ist er. Alles annehmen, bitte. Sehr schön. Und den Leuten geht es relativ gut hier sogar. Ja, Unterhaltung sollte gleich kommen. Wir können noch ein paar Bühnen mehr setzen. Wir machen noch eine Unterhaltungsbühne. Die kostet ja keine Arbeitsplätze. Eine Bühne hierhin. Vielleicht sogar eine große. Passt die hier auch hin? Musikpavillon passt nicht hin. Nee. Eine normale Bühne bitte hier in die Ecke. Da freuen sich die Leute. Eine hier in die Ecke kann auch nicht schaden. Nahrungsmittel müssen hier noch hingeliefert werden. Zwei Basare und Jagdhäuser. Mhm. Silo ist, füllt sich allmählich. Wenn wir zu früh expandieren mit den Arbeitskräften, haben wir immer wieder Probleme, dass die Häuser nicht durchgehend mit Nahrung versorgt werden. Immer wieder Leute ein- und ausziehen. Das gibt nur Stress. X-Bahn lobt mich mit den Worten: Danke an dich. Ich zitiere dich sehr freundlich. Das sieht aus wie maximaler Raubbau an der Natur. Danke für das nette Kompliment. Das ist sehr lieb. Das war mein Ziel. Schön, dass ich es geschafft habe. Danke dir. Danke an Senoken. Erstes Abo hier. Danke für dein Prime-Abo. Bitte Blumen aus dem Chat für Senoken und das dickes, dickes Dankeschön von mir. Ja? Und nochmal Danke an X-Bahn. Da geht die Seele auf. Bei so einem lieben Kommentar, da fühle ich mich wirklich erkannt. Danke dir. Ich bin gerührt. Wenn nicht gar sogar geschüttelt. Ja, läuft gut, Leute. Wir könnten für noch mehr Edelsteine. Wir könnten auch. Wir gucken mal in die Finanzbilanz rein. Oh Gott, jetzt muss ich wieder die Finanzen wieder suchen. Wo waren die jetzt? Wo sind die? Was, wie, wo? Finanzen, bitte mal alle merken, ist bei Taste jetzt S. SZ. Die Taste SZ sind jetzt die Finanzen. Okay. Exportgewinn, Löhne 407 in diesem Jahr, Exportgewinn 1288. Der Bau ist teuer, aber wir haben im Prinzip ein Plus. Das ist schon mal sehr gut. Wir senken mal den Steuersatz, weil wir im Augenblick noch gar keinen Steuereintreiber haben. Wir zahlen schon mal mehr Löhne. Wir haben immer Arbeitskräfte bei uns. Da habe ich keine Probleme mit. Einmal Löhne erhöhen. Ja. Ein Dorfpalast, bitte. Hier vorne hin? Ja. Hier, wo leben die Leute gerne? Neben dem Dorfpalast gerne hier direkt daneben, weil das dafür sorgt, geht nur auf ein bisschen grün, weil das dafür sorgt, dass hier, ja, dass die Leute immer total happy sind.
Oder einmal hier vorne hingesetzt. Einen Dorfpalast bitte. Jetzt können wir auch für die ersten Steuereintreiber mal sorgen. Viel Geld kommt dadurch nicht rein, aber wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Euro nicht wert, hieß es, glaube ich, damals oder irgendwie so ähnlich. Ein, zwei Steuereintreiberbüros bitte. Eins können wir hier vorne hinsetzen, ja. Eins dahin und eines auf die gegenüberliegende Ecke. Hier unten hin. Hier hin. Dorthin. Hier vorne hin. Ein Steuereintreiber. Zwei Steuereintreiber. Dann bitte noch mein persönlicher Wohnsitz. Oh, wir müssen gleich einen Tempelkomplex, wenn wir den errichten wollen, der geht nur auf dunkelgrün. Den müsste man hier unten hinsetzen. Ich glaube, auf den können wir auch verzichten, oder? Was sagen die Götter? Oh Gott, jetzt muss ich wieder den... Die Null war, glaube ich, der Gott der Tempel, war die, der Aufseher der Tempel. Wir könnten für Re einen Tempelkomplex bauen. Aber wir brauchen gar keine hohe Wohlstandswertung. Wir können es das im Prinzip auch schenken. Finde ich. Wir geizen mal. Wir brauchen keine hohe Wohlstandswertung als Ziel hier. Schnell ein neues Fest, diesmal eins zugunsten von Ptah. Für Ptah haben wir noch nie ein Fest gehabt. Oder wollt ihr einen Tempelkomplex gebaut haben? Für Re, für 2000 Ocken. Das geht nur, wenn es dunkelgrün ist. Wir könnten den natürlich hier unten irgendwo hinsetzen, ne? Am Popo der Welt. Hier vorne hin. Das kommt mir nur so komisch vor, dass er nicht in der Nähe der Stadt ist. Wir können auch hier... Kann man den da oben reinquetschen? Leider nicht. Also ich würde ihn eigentlich neben der Stadt erwarten. Also wir können ihn später immer noch nachbauen. Monumente können wir, glaube ich, gar nicht bauen in dieser Mission. Wir könnten schon mal anfangen mit Militärgebäuden. Wir könnten auch schon mal Kupfer gewinnen, denn wir brauchen nachher mit Sicherheit Militär. Oder wir gehen erst noch mal mehr Geldquellen erschließen und noch mehr Edelsteine und Schmuck verkaufen. Lass uns damit mal anfangen. Warum sind die nicht weiterentwickelt? Nicht attraktiv genug. Da kann ich was dran ändern hier. Wir bauen noch mehr Edelsteinminen. Hier unten zum Beispiel. Hier vorne... Hier, bergeweise. Und wir brauchen gleich Kupfer. Und Kupfer gibt's. Gab's hier vorne. Das heißt, hier brauchen wir sowieso eine Stadt gleich. Ja, ziehen wir jetzt mal. Hier rüber. Da vorne hin. Und hier. Ich bin noch nicht sicher, ob das so optimal ist, aber ich tue mal so, als ob. Wir schauen uns das gleich mal an, wie wir hier alles drumherum platzieren. Zwei Felder Abstand. Hier auch ein paar. Hier unten kommen die Kupferminen gleich hin, hier noch weiter lang. Ich glaube, das kriegt man noch ein bisschen besser hin. Wir ziehen mal eine Straße hier einmal komplett drumherum. Zu eng gebaut. Ja, das sollte eigentlich gehen. 1, 2, 1, 2, hier, hier, da. Hier lang, einmal rundherum gezogen und nachher leben hier Menschen. So. Und hier
sollen nachher auch noch Leute untergebracht werden. Wir platzieren eine Sperre hier vorne hin. Wir haben einmal nicht Geld bekommen. Ist das Geld weg, ist alles außen vorbei hier. Setzen ein paar Wohnhäuser hier hin. Ohne Trinkwasser übrigens, sage ich jetzt schon. Gibt nachher ein paar kleinere Problemchen. Hier ein Slum bitte hin. Hier vorne bitte ein Slum hin. Und das könnte schon reichen, die beiden, naja. Noch eine dritte Wohnung hier, ein drittes Haus, sagen wir mal. Ein Stückchen weiter auseinander, weil die bekommen von uns ja auch keine ärztliche Versorgung. Weil man kann so übertreiben. Hier vorne eins hin, sehr schön. Ob Pharao älter ist als Caesar 3, wird im Chat gefragt. Von Spurious Action. Ich glaube nicht. Ich glaube, Caesar 3 ist älter. Ja, Re ist schon gleichgültig. Das ist nicht gut. Wir müssen mal abwarten, bis das nächste Fest wieder möglich ist. Oh, ach, wir haben keinen. Warum kann ich das Fest nicht anklicken? Es ist doch keins unterwegs. Fest wird vorbereitet. Achso, das neue Fest muss erst stattfinden. Also sind Quote bei 32%. Jetzt findet das Fest statt. Jetzt machen wir ein Fest für Re, bitte. Wir brauchen einen Tempel mehr für Re. Der ist so ein stinkesickig hier. Einen weiteren Re-Tempel, bitte. Da ist das hier. Nee, das ist. Ja, da kommen die ersten Wohnhäuser rein. Wir investieren die allen das Geld, das wir haben. Wir dürfen nicht pleite gehen. Hier oben rein. Warenlager ist nicht randvoll. Ja, wir investieren in Kupfer und ja, Kupfer für die Waffen, die wir brauchen. Aber auch noch mehr Edelsteine erstmal. Erstmal noch mehr Geld scheffeln hier bitte. Ja. Schauen, ob uns das gelingt hier. Einmal. Ist sehr teuer, was wir hier machen. Kostet richtig Geld. Die Minen sind schweineteuer. Und das muss auch alles abtransportiert werden gleich. So, und dann holen wir uns noch einen Architekten. Eine Feuerwache bitte. Obwohl, was soll hier schon brennen? Aber ich will mal nicht so sein. Polizei lassen wir weg. Ich denke, ich gehe davon aus, unsere Leute, die hier leben, sind glücklich. Warenlager müssen wir nicht in der Nähe. Das kann im Prinzip auch bis da oben hin fahren. Das schaffen die. Wir brauchen nur eine irgendeine simple, einfache Straßenverbindung hier. Ja. Und dann müssen wir natürlich eine Sperre draufsetzen. Für die Leute, die zufällige Wanderer sind. Aber für die Gezielten geht es hier vorne rein. 31% Arbeitslose. Noch mehr Edelsteine. Schmuck können wir weniger exportieren als Edelsteine. Dezember. Wir schauen mal kurz in die Finanzübersicht rein. Und schauen uns mal an. Ach, schaut mal. Vergleich mal die Löhne. 781 in diesem Jahr gezahlt. Einnahmen, Steuereinnahmen plus Exportgewinne um die 3,2. Der Bau ist allzu teuer, sonst alles okay. Dann kann man leben. Pöser Puchschirm, danke fürs 9. Abo. Liebe Grüße an dich. Jesus Schlumpf, was ein hübscher Nickname. Vielen Dank fürs 4. Danke, was du nett schreibst. Sehr lieb, danke dir. Also, wenn wir... Können wir mitleben. Alles fein. Wir sollten mal beim Aufseher des Handels allerdings nachschauen, wie viel wir dieses Jahr, oder bei der Weltkarte, wie viel wir dieses Jahr exportiert haben, an die beiden hier. Ach, schau mal, hier ist viel Luft nach oben.
Die würden noch viel mehr abnehmen hier. Eine Handelsroute hier vorne, eine zweite Handelsroute hier unten. Wir können noch haufenweise mehr exportieren. Riesige Abnahmequellen. Wir können eine Riesenexportwirtschaft hier aufstellen, hier aufführen. Das würde ich auch gerne weiterhin machen hier. Jetzt ist es ein bisschen riskant. Jetzt müssen erstmal Leute kommen und uns alles hier abnehmen, ne? Juweliere sind nicht so teuer und davon können wir noch ein paar setzen. Prozent Arbeitslosenquote. Dann machen wir hier. Danke, Amptar, sehr freundlich. Noch eine Straßenverbindung mit Sperre, damit sie jederzeit schnell rüber geht, für den Fall der Fälle, falls sie zum Juwelier rennen müssen. Einmal dazwischen. Ja, und hoffend, dass alles gut läuft hier. Ja, nur ein Risiko im Augenblick. Wir haben noch nicht für Militär gesorgt. Sobald wir ein bisschen im Plus sind, fange ich damit an. Vorher bin ich noch ein bisschen skeptisch. Wir könnten schon mal Kupfer sammeln für die Waffenherstellung. Die Leute leben genug bei uns hier. 2000 brauchen wir, um die Mission zu schaffen. Hier sollten wir sehr viel Exporte mitbekommen. Hier müssen wir gleich Waffen produzieren, Kupfer erhalten und so weiter. Da sind die ersten Wiedereinnahmen. So, und jetzt gehen wir hin und beginnen mal mit der Waffenherstellung. Mit anderen Worten, für die Waffen brauchen wir... wir brauchen, glaube ich, Kupfer. Und dann brauchen wir als Militärgebäude eine Waffenschmiede, die aus dem Kupfer Speere macht für die Infanterie und dann geht's weiter. Dann bauen wir die Forts für die. Das heißt, erstmal bitte hier oben rein. Eine Kupfer... hier mehrere Kupferminen nebeneinander. Das geht nur da, wo dieses Gold ist hier. Dieses Goldsymbol hier. Ja, das ist gar nicht so viel, ne? Einmal. Zweimal. Drei können wir erstmal platzieren. Und daneben sicherheitshalber noch ein... einen Architekten. Dann müssen wir hier unten irgendwie hinkommen, ne? An das Gold. An das Kupfer. An das Metall. Hier vorne geht's auch. Wir bauen hier noch eine Minisiedlung hin. Eine weitere Minisiedlung. Hier geht's runter. Ja? Hier noch eine Straße lang. Hier noch ein bisschen Verbindung, bitte. Hier ein paar Häuser. Die Leute müssen sich ja unbedingt hier niederlassen. Das haben wir nämlich ein Problem an der Backe. Ein Stückchen Abstand bei den Häusern. Denn falls eine Krankheit ausbricht, dann müssen die ja noch irgendwie... Darf die Krankheit nicht überspringen. Von einer Siedlung zur anderen. Eine Tierwehr, eine Arztpraxis investieren, aber das vergesse ich gerade. Ja? Also ich bin ein vergesslicher Mensch. Und da jemand das im Chat auch nicht zuruft, WB, wo ist die Arztpraxis für die Menschen, die in diesem Slum, die in dieser Arbeitersiedlung leben, kann ja mal passieren, dass man das vergisst. Eine ziehen wir hier oben noch hin. Danke an Cete, sehr freundlich.
oben bitte noch eine Sperre hin? So, da ist das erste Wohnhaus und schon kaum ist nur ein Wohnhaus da, können wir sofort damit beginnen, hier für mehr Kupfer zu sorgen. Das heißt, wir holen uns ein paar Kupferminen von hier hinten. Dafür brauchen wir uns auch noch ein Warenlager. Das hatten wir noch nicht gemacht. Jetzt wird das hier vollgepflastert mit Kupfer. Einmal bitte. Ja. Zweimal bitte. Eine habe ich gerade ganz doof gebaut. Die muss ich auch gleich wieder abreißen, peinlicherweise. Das soll erstmal genügen. Die kommt schon wieder weg. Da habe ich mich völlig verbaut hier. Wir wollen ja so wenig Kurven haben wie irgendwie nötig. Noch ein paar Sperren hier vorne bitte. Einen Architekten brauchen wir hier unten sicher auch. Steuerung und Linksklick, einmal kopieren. Einen bitte hier ans Ende hin, der kann hier durchrennen. Einen dort oben hin. So, und das Kupfer hier vorne wird nirgendwo hingebracht. Das heißt, jetzt brauchen wir noch Drill und einen großen Produktionsbetrieb für alle möglichen Arten von Waffen, Drillplatz und Co. Die können damit quer durch die Stadt rennen oder können sagen, wir ziehen... Wo hättet ihr gerne das Militär? Nahrung ist nur wild. Wo hättet ihr gerne Waffenschmied, Drillplatz und die ersten Forts und so weiter? Wo sollen die stehen? Wir können die natürlich quer durch die Stadt hier oben hinschicken. Oder sagen, wir machen das auch hier vorne in der Ecke irgendwo. Jetzt, wenn ich hier ein Industriegebiet aufziehen... Hier ist ein bisschen Kupfer, hier ist viel mehr Kupfer. Machen wir das hier vorne. Hier unten, damit die Wege auch kurzer sind. Da setzen wir ein Warenlager hin. Für die Waffen. Genau, eins hier vorne hin bitte. Da kommen nur die... Kommt das Kupfer rein? Alles annehmen, bitte. Und die hier vorne sind, die werdet ihr gleich sehen, die rennen da runter hin. Jetzt als Zielsucher, direkt als Ziel, Leute, die ein Ziel haben, ignorieren die Straßensperren, ziehen hier unten rein. Jetzt bauen wir noch den Waffenschmied daneben. Oder mehrere Waffenschmiede, ne? Einmal bitte, zwei, drei. Gönnen wir uns drei Waffenschmiede? Ich denke, das ja. Achtung, Geld geht gefährlich Ende. Gleich brauchen wir noch ein Warenlager, wo wir die Waffen einlagern können und dann geht es hier weiter. Geld ist schon wieder fast alle Leute. Das hindert mich nicht daran, nochmal ein Fest zu machen für Reh. Wer die Götter nicht ehrt, ist des Lebens nicht wert. Diesen weisen Satz hat mir Reh gerade in mein Gehirn hineingeflüstert.